Hey Leute, ich bin's Conny und heute kann ich mal in meinem Traumjob arbeiten. Zumindest heißt das Spiel Traumjob. Ich arbeite hier, der Typ hat schon mit mir geredet, aber ich join einfach gleich nochmal neu. Warum trägt er eine Waffe mit sich? Ich join einfach nochmal neu, damit ich von vorne anfangen kann. Und dann können wir uns die ganze Erfahrung nochmal von vorne geben. Hey, weißt du, wie man das macht? Nein? Kein Problem, ich werde dir helfen. Also im Grunde, wegen einem Anstieg von schlimmen Albträumen über die Welt, verstanden? Nein? Okay, kein Problem. Patient erscheint, sit down, Traum weg, grüner Knopf, um den Traum wegzumachen, roter Knopf, um ihn ins Labor zu schicken. Und wenn er aggressiv wird, benutzt den rechteckigen Knopf underneath the chamber. Okay, den Knopf. Regarder, ja, okay, ist in Ordnung, machen wir. Augenblick, ich setze mich wieder. Now click the gray button to patient. Good luck, man. Okay, mein Job ist es jetzt, mich um Patienten zu kümmern, die Albträume haben. Wir nehmen denen die Albträume weg, das ist doch ganz schön. Grauer Knopf. So, der erste Patient kommt rein. Sagt ich will, sorry. Okay, dann lass mal deinen Albtraum sehen, mein Junge. Wie, hübsch. Er kommt ins Labor. Okay. Und Patient ist weg. Okay, dann kümmern wir uns um den nächsten Patienten. Hey! Also, im Grunde, ich hatte Albträume von so einer Art geflügelter, dunkler Figur. Ist das der richtige Ort? Oh, das ist der Stuhl, von dem die Leute geredet haben. Jojo, komm, ich nehme dir mal kurz den Albtraum da raus. Gucken wir uns den einfach mal an. Und, guck mal. Hat ein bisschen gedauert, bis die Flügel gekommen sind. Aber ja, du kommst ins Labor. Wir kümmern uns um deinen Albtraum. Tschüss. Nächster. Meine Mama hat gesagt, ich soll mein Monster wegwerfen. Das will ich nicht. Er ist mein Freund. Okay, lass mal dein Monster sehen. Hey, na, Bruder, warum guckst du mich an? Naja, du kommst erstmal ins Labor. Tschüss. Schön, dass dieses Bild mich anlächelt. So, wer ist der Nächste? Grüße. The Lord told me to come here. May he bless you, both of me. Let's begin. Okay, der Herr hat ihn hierher geordert. Thank you for doing this. Ja, kein Problem. Ich hole mal kurz den Albtraum raus und wo bin ich? Oh nein. Ich bin kein Albtraum. Bitte. Oh, warte, was sagt er? Acting aggressive. Ja, ja, okay, wir töten dich. Sorry, Bro. Okay, du warst dein moralischer Kompass. Naja, so ist das Leben. So, das geht rüber ins Labor. Wir haben deinen moralischen Kompass entfernt. Viel Spaß. So, weiter geht's. Look, lass uns das schnell erledigen. Ich kann's hier nicht ausstehen. Okay, guck mal nach, was du so in dir hast. Hui. Hübsche Kreatur. Erinnert mich ein bisschen an Dr. Octavius. Aber das kommt ins Labor. Dann tschüss. Und der nächste. Mensch. So, what's up, Gamers? What an epic fail, lol. Bro moment. Am I right, Kings? Okay, Bro, wie sprichst du? wir gucken einfach mal nach, was so in dir steckt, dass du so sprichst. Okay. Das kommt auf jeden Fall in eine Kunstausstellung. Dann tschüss. Also ich muss sagen, das ist eigentlich ein ziemlich chilliger Job hier. Was ist eigentlich da drin? Kann ich da rein? Nee, ich weiß gar nicht, warum der Vent so offen ist. Und wofür sind diese Leuchten da? Keine Ahnung. Control Room. Aber ich kann hier nicht rausgehen. Naja, machen wir weiter mit unserem Job. Wir haben ja was zu erledigen hier. Patienten helfen. Howdy! Ist das der Albtraumnehmer? Ich gehe mal davon aus. Ja, ja, bin ich. Ich nehme dir kurz deinen Albtraum raus. Wo bin ich? Wait, Sir. Okay, worauf soll ich warten? I'm not what you think I am. Don't kill me. Ja, dann töte ich dich halt nicht. Du warst ja nicht aggressiv. So, weiter geht's. Sweet. So, okay. Also sein Albtraum fügt ihm keine Schmerzen zu. Er redet nur mit ihm und wir sollen ihm keine Schmerzen zufügen. Ja, das können wir machen. Step between reality and swallowed by its darkness. The others aren't manifest. Okay. No more burning. Oh, der Burning-Knopf ist weg. Ich wollte dich eh nicht verbrennen. Aber ist in Ordnung. Dann halt kein Burning-Knopf. Viel Spaß im Labor. Tschüss. Also, können wir den Burning-Knopf wieder zurückholen, Bro? Ah, ich glaube nicht. Na gut, weiter geht's. Hey there! Ich habe da so ein Monster, das immer in meinen Träumen erscheint. Das ist so irritating. Es erscheint immer in diesem Bild. Und wenn ich kein Licht auf es leuchte, dann BAM! Werde ich geköpft. Kannst du es mir fixen? Please. Warte, ich krieg einen Free-Coupon, okay? Also, gut, dann nehmen wir dich dann das Ding mal aus dir raus. Okay. Wir haben uns drum gekümmert, I guess. Komisch. Aber weiter. So. Please. Ich kann es nicht mehr aushalten. Er wächst immer weiter, wenn ich... und wird immer hässlicher, wenn ich Angst habe. Okay, dann gucken wir einfach mal nach. Ui, hübsche Augen als Kopf. Ja, du kommst ins Labor. Sir, bist du wirklich sicher, wir können so weiterarbeiten, solange der Burning-Knopf nicht funktioniert? Na, irgendwie redet er nicht mehr mit mir. Na gut, weiter geht's. Hi. Mein Albtraum ist... Ich weiß nicht. Es ist so hart, ihn zu sehen, aber ich habe immer eine Waffe in meinen Träumen. Und es hat Angst davor, erschossen zu werden. Just like most things. Please remove it.
Okay, ihr Albtraum hat Angst davor, erschossen zu werden. Gut, wir nehmen deinen Albtraum nochmal kurz raus. Ah, du bist schwer zu sehen, aber hast Angst, erschossen zu werden, ja. Oh, ich habe jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast, Lady, aber wir schicken deinen schwer zu sehenden Albtraum mal weg. So, nächster. My family is a mess, my family is a mess, my family is a mess. Okay, einfach los. Du wirst wahrscheinlich hier hingezwungen. Ui. Entschuldigen Sie es. Ja, weg mit dir. Das war ziemlich groß. Das hat mir sogar ein bisschen Angst gemacht. Good job out there. Der graue Button ist broken. Ja, ich bin mir sicher, die Verstärkung kann es... Oh Gott, da ist ein Auge an dem Bild. Was ist hier los? Warte, grab the items on the cabinet. Nein, geh da weg. Geh da weg, Augentyp. Du, nicht angeleuchtet werden. Du... Ah, ich weiß doch gar nicht, was ich tun soll. Du wurdest aus dem Erlegnis gekippt. Join the family. Okay, wenn ich jetzt wieder reingehe, fängt es wieder von vorne an, oder? Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Skip patience, interactions. Oh, yeah. Okay, also ich habe hier eine Pistole und eine Waffe. Okay, also das Bild sollte angeschalten werden. Also for real, was soll ich gleich machen? Backup. Ja. Da kommt was von der Decke, da ist Zeug. Geh weg. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ah, warum? Ich weiß gar nicht, was ich tun sollte. Ah, Leute, wisst ihr, was ich hier tun soll? Also ich soll mit der Taschenlampe auf das Bild scheinen, weil dann hört es auf, Schei zu sein. Aber es gab auch irgendein Viech, das Angst davor hatte, erschossen zu werden. Ich weiß nicht, ob das Ding war, was ich da im Schacht gesehen habe. Oder das Ding war, was da drin war. Aber, boah. Also, for real, was soll ich machen? Also, das Bild muss ich anleuchten. Da oben diese Lampe leuchtet. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hier irgendwas. Okay, ich mache jetzt noch einmal. Aber dann gebe ich auf. Schluck Wasser trinken. Nochmal, das Bild will nicht angeleuchtet werden. Okay. Was ist da? Da drin ist ja auch irgendwas. Was war mit dem Augending nochmal? Ah, ich wollte doch gerade auf dich schießen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll, Leute. Das Spiel ist mir zu schwer. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß wirklich nicht weiter. Ich bin so fertig. Also ich glaube, ich muss auf das Bild leuchten. Gleichzeitig muss ich euch auf das Ding... Eigentlich muss ich auf das Augending schießen. Was mit dem Ding im Schließfach ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne die Backstory von ihm nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich auf das schießen sollte oder doch auf das... Nee, das Augending war ja das, was in dem Bild war, oder nee? Nein, in dem Bild? Nein, es gab das fast unsichtbare Ding, das nicht erschossen werden wollte. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen, weil es hard to see war. Keine Ahnung. Und... Aber was ich mit dem Ding in dem Schacht machen soll, habe ich keine Ahnung. Okay, es ist mir auf jeden Fall zu schwer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und... Ciao!